Was geht ab YouTube? TechTix ist wieder back am Start mit einem GTA 5 Video für euch. Und zwar habe ich heute wieder einen unsichtbaren Körperglitch für euch. Der ist richtig, richtig einfach. Geht leider nicht solo, dafür brauchst du nämlich einen Kollegen, aber der ist trotzdem richtig, richtig nice. Und danke nochmal an World's Finest Gamer für dieses nette Gameplay von dir, weil ich hatte einfach keinen, mit dem ich das gerade aufnehmen konnte. Und meine ganzen Jungs waren gerade nicht erreichbar. Und hier im Hintergrund seht ihr mal ein paar Beispiele, wie das Ganze aussehen kann. Entweder man kann die Arme noch sehen und der Bauch ist sozusagen unsichtbar. Oder hier. Es gibt viele verschiedene Arten. Ihr müsst einfach mal durchprobieren. Es geht fast alles. Oder einfach nur die Arme weg. Oder hier bei den weiblichen Charakteren. Und ja, hier gibt es noch einen weiblichen Charakter, dass ihr halt so einen Tanktop noch habt, aber der Rest halt unsichtbar ist. Und ja, was ihr dafür tun müsst, ist ganz einfach, euer Kollege muss sich als VIP machen und euch als Leibwächter anheuern. Wie das hier gerade der liebe WFG macht, der nimmt das hier vom Fraps an. Und ja, dann geht ihr halt auf eine Yacht und zwar zum Pool. Jeder sollte eigentlich schon eine Yacht haben, wenn nicht, dann sucht euch einfach einen Kollegen, der eine Yacht hat. Und ja, dann geht ihr in den Pool und was ihr davor machen müsst, ist einfach aufs Inventar, Accessoires und dann auf Handschuhe. Und dann wechselt ihr einmal die Handschuhe nach links und ihr seht es hier, er hat das gemacht. Und ja, dann geht ihr sozusagen in den Pool rein und wechselt dann einmal die Ohrringe. Ihr seht es hier, er braucht noch ein kleines bisschen. Ja, er geht jetzt hier nochmal auf Accessoires. Und euer Kollege muss in der Zwischenzeit dann einmal von dem VIP sozusagen die Klamotten einmal nach links und dann wieder nach rechts wechseln. Dann einfach die Ohrringe mal ein bisschen durchtauschen. Dann ändert euer Kollege einfach nochmal diese VIP-Outfits und ändert die wieder. Ja, dann geht ihr einfach raus, während er noch die VIP-Outfits hat. Und wenn ihr draußen seid, ändert er dann wieder normal auf eure eigenen Klamotten. Und ja, dann müsst ihr nur noch die Handschuhe einmal nach links wechseln und dann werdet ihr merken, dass euer Oberkörper unsichtbar ist. Und das war auch schon eine ganze Glitch, probiert es einfach mal aus, ihr könnt es auch mit vielen verschiedenen Dingen machen. Der WFK hat es hier so gemacht, richtig, richtig nice. Probiert den aus, so schnell, solange er noch geht. Und ansonsten, ja, wenn es dir gefallen hat, lasst einfach einen Daumen hoch da. Würde mich freuen, ansonsten abonnieren nicht vergessen, um weiteres nicht zu verpassen. Dann sage ich ciao und tschüss und bis zum nächsten Mal.